sind wir auch wieder zurück. Und ich merke schon, diese Folge wird wahrscheinlich genauso chaotisch werden wie die nächste Folge. Und ich weiß gar nicht, wie ich dazu kommen werde, Folgen so aufzunehmen, dass ich es in die richtige Liste packen möchte. Vielleicht sollte ich es auch einfach sein lassen mit diesem Konzept. Hallo Flauschi. Und ja. Keine Ahnung, wie wir weiterverfahren. Das ist der Wüstenplanet mit dem Terbionom. Das war der hier. Wo ist der überhaupt? Das ist der. Nee, das ist der Planet, wo wir waren. Das ist ein Waldplanet. Waldplaneten können übrigens auch in seltenen Fällen Öl haben. Und zwar, wenn man weiter runter geht, dann können manchmal richtig neue Biome unterirdisch da sein. Und da kann auch manchmal ein Wüstenbionom unten sein. Glaube ich zumindest, das so in Erinnerung zu haben. Okay, wir haben eigentlich nur den Terraplaneten und den Wüstenplaneten mit dem Blutbionom. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dort zu suchen. Und ich merke gerade, der Charakter hat ein leichtes Problem mit seiner Gesundheit. Wir brauchen ein paar Bandagen. Ah, das hat genau gepasst. Dann richte ich den mal so ein, wie ich das gerne haben möchte. Das auf die 9 oder 8? Ich leg's mal auf die 8, das auf die 9. Und irgendwas zum Hindernisse überwinden auf die. Nehmen wir mal den nassen Sand hier. Mit Erde weiß ich zumindest noch was anzufangen. Der Schleimblock, den brauche ich eigentlich auch nicht. Weg damit. Wenn ich ihn doch brauche, ich weiß ja, dass ich werde genügend davon wiederfinden, wenn ich einem Monster begegne, das die Viecher produziert. So, was brauche ich noch nicht? Die Sheriffhosen werde ich mal hier einpacken. Die coole Jacke brauche ich zurzeit auch noch nicht. Den Hut genauso wenig. Und diese Waffen weiß ich nicht. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Rüstungskammer, wo das ganze Zeug symbolisch reinkommt, aber auch nie wirklich verwendet wird. Den Rest lasse ich drin, weil der sowieso mir wieder begegnen wird. Ich werde sowieso wieder die ganzen Metalle einsammeln. Von daher verstopft das jetzt nicht so viel mein Inventar. Die Pflanzen gibt es auf dem Planeten nicht, glaube ich zumindest. Raw Steak. Ach so, wir hatten doch noch hier den Auftrag. Foodfight. Dann machst du auch noch mal einen Campfire. Wieder mal. Craft. Ach, das ist schon auf der 4. Setzen das mal hier hin. Und drücken mal in der Nähe von dem Campfire auf die Aktion, auf den Aktionsknopf. Und dann machen wir unsere Steaks zu Cooked Steaks. Eigentlich Grilled, oder? Okay. Stone Furnace ist der nächste Auftrag. Würde ich sagen, ich nehme einfach den hier nochmal auf. Ivan und Chopper ist der nächste Auftrag. Ah, naja, jetzt haben wir natürlich kein Eisen mehr hier drin, aber das macht eigentlich auch nichts. Wo ist denn der? Ach so, der Steinofen ist da. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Den packe ich jetzt auch mal hier hin, solange wir Platz haben. Haben wir noch? Doch, vielleicht. Wir haben Eisenerz, vielleicht zählt das auch, wenn ich hier Eisenerz schmelze. Oder Silber. Silber können wir auch machen. Vielleicht zählt das ja. Ich höre gerade ein Piepen. Ich hoffe, das ist ein Piepen in meinem Ohr und nicht auf der Aufnahme. Na toll. Wir hätten Kupfer mitnehmen müssen. Ich nehme den mal mit, dass wir dann unterwegs wieder was craften können. Haben wir noch einen Amboss hier? Ich glaube, den Amboss, der ist auch in der Kiste gelandet. Oder beim Professor. Ich will dann eigentlich auch gleich mit dem nächsten, also mit der nächsten Stufe nach dem Amboss weitermachen. Da müssen unsere Pickaxe jetzt mal ausreichen. So, ich gehe gleich mal. Das finde ich jetzt neu.
Auch wenn es wirklich 2 Wochen her ist, dass ich das letzte Mal was aufgenommen habe. Bäh, der wirft mit Augen, das ist ja ekelhaft. Das ist ja mal richtig ekelhaft hier, dafür hast du den Tod verdient oder so. Was ist denn jetzt passiert? Ach so, ich war ja fast vor dem Tod. Ich habe zwar Bandagen gemacht, aber ich habe doch keine von denen gegessen oder wie man das auch immer nennt. Dann mache ich mir hier mal erstmal ein Bett. Ein Steelbett, das würde mehr bringen. Oder ein Eisenbett. Kann ich ein Eisenbett machen? Ich gebe mal Bett ein. Woodenbett. Ah, da brauche ich. Hier brauche ich Leder, okay. Und hier brauche ich zumindest einen Stoff, das im Spinnrad ist. Und der Spinnrad haben wir nicht hier. Aber das müssten wir trotzdem herstellen können. So, stellen wir das Spinnrad her. Achso, ich habe doch keine Fibers mehr. So viel dazu. Ich stelle das jetzt trotzdem mal hier hin. So, jetzt haben wir wieder Energie. Und dann das komische Augenmonster ist sowieso weg. Dann laufen wir mal hier runter. Auf der Suche nach Öl. Das war ein kurzer Weg. Ja, ich hab's geahnt. Erstmal das ganze Gerassel hier einsammeln, sonst fällt mir das auf den Kopf. So, außerdem können wir daraus schönes Glas machen. Glas ist wichtig, glaube ich. Daraus können wir Salpeter machen. Aus diesem Stein. Ich habe schon wieder vergessen, was das in Deutsch ist. Ah, hier können wir doch eigentlich die Pickaxe nehmen. Dafür habe ich sie doch mitgenommen. Kommen wir hier noch hoch? Ja. Da ist das Monster, das uns getötet hat. Das werden wir jetzt einfach mal ignorieren. Und ich werde mich hier ein bisschen durch den Sand graben. Das geht wesentlich einfacher als durch den Stein hier. Und die Kohle nehme ich mit. Und das war's mit der Pickaxe. C. Mehr Fackeln. Naja, so ungefähr. Und im Inventar haben wir noch zwei. Ne, drei. Drei haben wir noch. Eins und zwei. Ja, dann lass mal hier. Das Netz können wir eigentlich auch mal mit nach vorne nehmen. Wir haben jetzt wieder Platz im Inventar. Also, weiter geht's. Aufi. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt sind wir schon wieder auf einer Gesteinsschicht. Ja, aber da ist Kohle drin. Deswegen werde ich mich jetzt hier durchquälen und haben schon wieder eine neue Gesteinsart gefunden. Zwei Gesteinsarten. Vielleicht habe ich die schon mal vorher gefunden, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Das ist das Blöde, wenn man so viele Pausen macht. Oh, und eine Höhle. Hoffentlich finden wir da drin Öl. Sieht auf jeden Fall. Komme ich da wieder raus? Ja, mit Doppelsprung. So. Das lohnt sich nicht mit der Pickaxe. Ah, da sind jede Menge Metalle. Da ist vor allem den Kupfer, da können wir die Quest weitermachen. Und da werde ich mit irgendwas beschossen. Und ein Steak. Bist du böse? Ja, leider. Aber du springst nur. Seid ihr böse? Ja. Na, ihr wart auf jeden Fall mit einem Schlag tot. Das ist auch mit einem Schlag tot. Das ist 2 Schläge tot. Und wir brauchen eine Bandage. Da unten sind böse Stacheln. Das ist lieb. Da darfst du weiterleben. Hast du jetzt den Angriffsmod gehabt? Nee, also nicht Mod. Angriffsmodus. Nicht Modifikation. Ich glaube, das Geräusch kam von hier. Oder auch nicht. Ich werde es kaum von da unten. Ja. Oh, eine Kiste mit. Eine Hightech-Kiste. Genau, ich will zu dir. Du willst zu mir. Komm her. Nein, komm nicht her. Ups, das wollte ich gar nicht.
Das wollte ich. Boah. Dann mal auf zur Kiste. Das hier stört, das muss weg. Und ja, noch eine Blank Tech Card. Da können wir dann auch mit dem Double Dash machen. Und der hat noch nicht mal seine Quest absolviert mit, wo man sowieso eine Tech Card bekommt. Wir haben noch nicht mal die Stahlrüstung. Und da, ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass es hier Öl gibt. Ja, Öl, richtiges Öl. Das ist doch schön. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme mal die Haltekiste auch mit, die sieht schön aus. Und ja, hier fangen wir mal an, das Zeug abzugrasen. Erstmal Kupfer, damit wir halt Kupferbahnen machen können. Das Metall sieht auch wertvoll aus. Werden wir bestimmt gebrauchen können. Ansonsten liegt es halt rum und bereichert uns durch seine Anwesenheit. Das Eisen will ich auf jeden Fall auch haben. Ja, das war zu viel. Ah, jetzt kommt der ganze Sand mit. Und für den Sand will ich eigentlich meine Pickaxe nicht verschwenden. Können wir das so machen, dass der Sand so abgebaut wird? Also, dass der hier runterflutscht, ohne dass er mir mein Eisen kaputt macht. So. Oder dass das Eisen in sich aufsaugt. Ich weiß nicht, ob er das wirklich macht oder ob das noch bestehen bleiben würde. Auf jeden Fall wäre es auf jeden Fall sehr nervig, wenn ich hier die ganze Zeit den Sand runter rieseln lassen würde, während ich versuche, das Eisen abzubauen. Das Kupfer nehme ich natürlich auch mit. Auch wenn wir jetzt keinen Amboss haben, um daraus die nächste Pickaxe zu machen. Und das Hintergrundrauschen, das wir jetzt hören, das ist schon ein Zeichen, dass wir etwas tiefer sind. Oh, Silber und Kohle. Die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Ich bin so doof und rassel in diesen Stachel rein. Na, kommst du hier hoch? Und das war's mit der Pickaxe. Zwei haben wir noch. Ich baue jetzt mal den Firnis auf, um die Kupferbahn zu machen, dass das mit den Quests weitergeht. Gebe gleich C ein. Kupferpickaxe und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was ist der nächste Auftrag? Oh, dieses Rauschen. Das gehört aber leider zum Spiel. I need somebody. Steel not shaken. Forging. Iron Anvil. Ach so, den muss ich sowieso herstellen. Und ja, habe ich den normalen? Nein, habe ich nicht. Ja, da müsste ich wieder hoch. Na, dann machen wir das später. Nutze ich jetzt meine Pickaxe noch, um die Kohle und das Silber mitzunehmen. Und dann stelle ich das Ding halt her, wenn ich oben wieder im Schiff bin. Auf jeden Fall lohnt sich das hier, das mitzunehmen. So verschwenderisch, wie ich mit Fackeln umgehe, braucht man halt auch die Kohle dazu. Ja, und es geht weiter. Nehme ich den ganzen Flöz hier mit. Oh, da hinten brennt was. Da war ich anscheinend schon mal. Nein, da war ich nicht. Da ist ein Tempel. Ein schöner, kleiner Avian-Tempel. Eventuell auch ein größerer. Und das zieht sich hier wirklich lang wie ein Flöz. Das ist ja cool gemacht. Dann, das interessiert mich gerade mit diesem Avian-Ding. Ist hier noch was? Da ist ein Stückchen Eisen drin, da ist noch mehr Kohle. Ja, da ist aber gleich meine Pickaxe kaputt, wenn ich jetzt hier weitermache. Dann muss dir halt kaputt gehen. Das war keine Kohle, sondern das ist alles Eisen. Ist hier noch was? Ich gehe jetzt weiter runter und nehme das Silber mit. Wenn die Pickaxe dafür noch reicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Leider. Die wird jetzt gleich Krach machen und dann war es das. Dann müssen wir mit den entweder mit der letzten weitermachen. Ja, die letzte. Oder es wäre schon die letzte gewesen, da habe ich nicht aufgepasst. Aber wir können es dann wieder neu machen.
hier noch was? Nee, aber wir können hier dann sanfter nach unten und wieder nach oben. Ups. Ja, ich hab's geahnt. Und Öl, richtiges Öl. Wir stellen eine Fackel direkt über dem Öl auf. Nein, wir töten erstmal das Viech hier, damit es uns nicht belästigt. Hier ist nichts mehr. Oh, das will ich nicht gesagt haben. Bevor ich jetzt noch weiter abgelenkt werde, Öl einsammeln. Blub, blub, blub. Ja. Damit haben wir dann das letzte Öl hier eingesammelt. So, noch mehr Öl. 45 Öl, das ist leider sehr, sehr wenig. Ist hier noch was? Ah. Oh, ein Avian, der, ich glaube, friedlich ist. Und hier haben wir doch mehr als genügend Öl. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz nach hinten, weil das sah auch interessant aus. Das muss auch nochmal begutachtet werden. Dafür opfere ich sogar meine Fackel. Nicht Fackel. Pickaxe. Weil hier Eisen ist. Das ist auch wichtig. Nicht nur wegen Eisen, sondern auch wegen Stahl. Ah. Ja, das würde viel zu lange dauern. Außerdem guckt hier gerade keiner hin. Da drüben haben wir jemanden, der aufpasst. Aber wenn ich hier das mitnehme, das fällt auch keinem auf. Was haben wir drin? Eisen, Kupfererz und Früchte. Die sind vielleicht heilig oder so. Ich wüsste nicht, warum man hier extra so einen kleinen Tempelraum erstellen sollte, um Früchte zu verstecken. Und ein bisschen Eisen. Aber das haben die halt so gemacht. Ist vielleicht kulturell sehr wichtig für die. Ich freue mich erstmal über das Öl und diesen komischen Ölfisch, der halt im Öl lebt. Ah, hier hätte ich eins lassen sollen. Kriege ich das noch? Ja, nicht. Das kriege ich nicht mehr. Ich kann den Fisch hier töten und da kommt sogar Fisch raus. Ein Fisch, der natürlicherweise im Öl lebt. Der schmeckt bestimmt sehr lecker. Yum, yum. Unterscheidet sich wahrscheinlich nicht mehr viel von den Fischen, die wir heute im Meer haben. Traurigerweise. Ich glaube das wirklich. Die Fische, die wir heute im Meer haben, die ist doch noch mehr verseucht als der hier, der von Natur aus dort lebt. Ist hier noch was? Da sind noch Metalle. Irgendwelche. Das sieht auch nach Metallen aus. Aus dem Addon. Oder aus dem Mod. Wupp, wupp. Wupp. So, komm her, komm her, komm her. Bumm. So und so und ja, nicht sterben, nicht sterben. Oh. Ein paar Bandagen zu mir nehmen, konsumieren halt. Ich kann das nicht wirklich erkennen, dass er sie sich umlegt. Kleine Fackel. Ist da oben auch nochmal Öl? Ja, das ist vor allen Dingen etwas, was uns angreifen will. Aber das hat sich mit einem Shot erledigt. Ja, dann erstmal das an und dann looten wir das da oben. Oder auch nicht, da wohnt ja jemand. Und ich bin friedlich. Noch. Hier haben wir eine Waffe. Die schlechter ist als meine. Hat die irgendeinen Buff oder sonst irgendwas? Sieht jetzt nicht so besonders aus. Na, da behalte ich meinen Hammer. Aber das Geld kann man mitnehmen. Da unten ist schon wieder was. Naja, das Öl hier noch mitnehmen. Kriegt man noch eins hin? Schade. Nein, nicht Bob. Achso. Ah, Gold. Gold ist auch nett. Wir nehmen das Gold mit. So,
leckeres Gold oder so ähnlich. Da ist nochmal Eisen und Kohle. Nein, nochmal Eisen. Eisen und eine Höhle. Ist da was Interessantes? Noch ein bisschen Öl. Wie viel haben wir denn? Inzwischen 300, na knapp 300. Das reicht dann eigentlich wirklich. Dann will ich den Kerl da oben besuchen. Aber mit einem kleinen Umweg. Gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Also, wir kommen so oder so hoch, aber vielleicht ist hier noch eine andere Höhle, die wir als Zwischenstation nutzen können, damit wir nicht alles graben müssen. So. Da werde ich nicht mit der Spitzhacke hinkommen. Dann müssen wir das halt mit dem Meta Manipulator machen, der eigentlich auch schon ziemlich schnell ist. Ab dem zweiten Update ist er eigentlich, also ist es eigentlich okay, mit dem zu arbeiten. Bloß am Anfang ist er halt richtig nervig und da lohnt es sich halt schon, Pickaxes herzustellen. Das Stück Silber nehmen wir mit. Ja. So, und dann Freiheit für den Avian hier. Der wahrscheinlich freiwillig da drin ist. Aber wir gönnen ihm trotzdem die Freiheit. Es sei denn, er greift uns an. Wenn er uns angreift, dann. Naja. Wird er merken, was er davon hat. So, Einrichtung müssen wir eben nicht unbedingt wegnehmen. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Zuerst, das ist ein bisschen so das Problem bei Starbound. Zuerst nimmt man den Leuten das ganze Zeug weg und dann wüsste man nichts damit anzufangen. Have a blessed day, Stranger. Ja, wir werden willkommen geheißen und legen uns erstmal nackig auf sein Bett. Ja. So, deine Pixel und dein Gold und deinen Kupfer nehmen wir mit. Auch dein Saatgut. Wir können dir ja mal die Früchte aus dem anderen Ding hinterlassen. Wie gesagt, ihr habt doch nichts damit anzufangen. Ich glaube, das hier ist eine Tür angedeutet. Das könnte bedeuten, dass er in einer anderen Dimension, die wir nicht erfassen können, kann er sich hier frei bewegen. Und wir müssen halt die Wand kaputt machen, damit wir in sein Haus kommen. Auf die Art und Weise könnten auch diese ganzen Tempelanlagen miteinander verknüpft sein. Und da ist schon wieder ein Monster. Dem gehe ich mal ganz kurz aus dem Weg. Abgesehen davon, dass ich jetzt noch das Öl mitnehmen will. So. Ich mache jetzt einfach noch so lange, bis die Pickaxe kaputt geht. Ach so, uns sind die Fackeln ausgegangen. Müssen wir wieder neue herstellen. So, die sollten jetzt aber wirklich reichen. 134. Klingt angemessen. Und nur noch 13 Bandagen. Und wir haben keine keine Fibers mehr, um noch mehr Bandagen herzustellen. So. Nehmen wir das Öl hier mit. Flup, flup. Wenn wir das zusammenführen, könnte vielleicht noch ein Tropfen daraus entstehen, aber da unten haben wir mehr. Nehmen wir das erstmal mit. Nein, wir greifen das mit unserem Feuerangriff an, während es eingeölt ist. Ich weiß nicht, ist das eigentlich realistisch oder unrealistisch, dass Öl so schwer entzündlich ist und man hier mit offenen Fackeln hantieren kann. Da ist auch noch mehr Öl. Das kann ich sogar von hier aus abzapfen. Das ist ja cool. Und ja, buddeln wir uns noch zu dem Tempel da, selbst wenn es die Pickaxe kaputt geht. Und nehme noch ein paar Grafikfehler mit. Und ich sehe gerade, wir haben schon 23 Minuten nach meiner Uhr. Vorausgesetzt, die Uhr geht richtig. Das war beim letzten Mal ja auch nicht der Fall. Na, oder ich mache die Folge länger. Hier ist wieder ein Avian. Okay. Ich erinnere mich jetzt, wir sind doch auf dem Planeten, das irgendwie so blutbesetzten Sand hat und wo ein Florian Village war. Und meine Vermutung war ja, dass die Florence irgendwie so brutal waren, dass sie halt den Sand rot gefärbt haben mit ihren Opfern. Aber vielleicht haben das die Avians gemacht. Denn so Opferrituale sind mehr so deren Spezialität. Ich sag nur altes Ägypten als Vorlage. Obwohl, wurde in Ägypten Menschen geopfert? Im Zweifelsfall ist es eine andere antike Kultur. Ich kann nicht mehr reden. Meine Güte, wie sollen das in der nächsten Folge werden? Ich weiß es nicht.
Mach mal noch ein bisschen Licht und oh, Kupfer und Silber und ich habe keine Spitzhacke. Ich könnte jetzt natürlich noch ein... Ja, das mach mal. Nicht das C. Wooden Crafting Table kann ich nicht herstellen, weil ich zu wenig Holz habe. Habe ich vielleicht noch genügend Wooden Planks? Das könnte sich ausgehen. Ja, das klingt doch gut. Wo haben wir denn Crafting Table? Ach, da. So. Ich muss nur ein bisschen näher ran. Den haben wir schon gebaut. Jetzt brauchen wir den Anvil. Anvil. So. Das ist auch gleich mal erledigt. Jetzt noch die 20 Core-Fragmente. Die müsste man jetzt... Hoppla, Entschuldigung. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Jetzt müsste man eigentlich nochmal 20 Core-Fragmente sammeln, damit diese Questline abgeschlossen ist. Aber das mache ich jetzt natürlich noch nicht. Achso, der ist gleich auf der 1 gelandet, weil der Platz vorher leer war. Und dann stellen wir jetzt nochmal ein paar Pickaxes her. 3 Stück sollten reichen. Also 3 Reservestücke. Und ja, nehmen wir das Öl mit, nehmen wir das Silber mit. Oh, das hat sich ja gelohnt. Guck mal, was da ist. Ein Teleporter-Core. Yes. Braucht man nicht mal den Quest machen, haben wir jetzt schon einen. Und ich würde sagen, bei 27 Minuten, ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Schnitt, einfach damit die Folgen nicht zu lang werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis gleich.